Wir befinden uns hier auf der Gewerbehofstraße in Essen-Holzhausen. Gegen 8.20 Uhr wurde die Feuerwehr Essen hier zu einem Feuer in einer Lagerhalle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage so dar, dass ein Hallenkomplex von rund 40 x 40 Meter in einem Bereich von 40 x 12 Meter im Vollbrand stand. Umgehend wurde eine Riegelstellung, das heißt die anderen Lagerhallen zu schützen, eingeleitet und weitere Kräfte nachalarmiert. Die Feuerwehr Essen ist jetzt zurzeit mit rund 100 Einsatzkräften hier vor Ort, setzt sich zusammen aus Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Die verwaisten Berufsfeuerwehrwachen sind ebenfalls durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aufgefüllt worden. Einsatzdauer ist tatsächlich noch gar nicht abschätzbar, da wir noch nicht in die Halle eindringen konnten. Löschschaum wurde im Anfangsstadium eingesetzt, um eine sogenannte Netzwirkung zu erzielen. Das heißt, dem Wasser wird Schaummittel zugesetzt. Dadurch haben wir eine weitere Eindringtiefe in das Brandgut. Brandbekämpfung von innen ist nicht möglich. Aufgrund der extremen Brandzehrung haben sich die Stahlträger verbogen, sodass eine Innenbrandbekämpfung nicht mehr möglich ist. Ja, Stand jetzt konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Lagerhallen verhindert werden.